Was wirklich arbeitet, ist in seine Arme. Das ist ein Double Knee Drop, nennt sich das, also ein doppelten Kniefall sozusagen. Die Knie sind sozusagen unter der Leine. Und ist ein klassisch statischer Move in der Hinsicht. Wo kriege ich eigentlich meine Slackline her? Theoretisch überall. Also man kann im Prinzip, wir sind eigentlich fast überall im Sporteinzelhandel, wir sind sowohl auch im Onlinehandel präsent. Das Einfachste ist, wie ich wieder sagen kann, holt euch die App, weil da findet man auch gleich letztendlich dann, wo welches Produkt gerade um die Ecke ist, in welchem Laden, beziehungsweise natürlich, wo ich das am schnellsten online kaufen kann. Alright, yeah, how's the water? It's cold. It's cold, right? All right, now you can start. Uh-oh. Okay. Also eins ist natürlich klar, ne? Je mehr Applaus der kriegt, desto krasser werden die Tricks. Also wenn die Halle hier komplett ausfüllt, dann macht der Junge auch krasse Tricks. So einfach ist das hier bei uns im Rollensport. Also lasst mal das von euch hören, meine Liebe. Okay, also offensichtlich scheint es doch nicht ganz so kalt zu sein. Ja, wir brauchen ja eigentlich noch ein bisschen mehr Spannung. Werden wir sicherlich im Laufe der Tage auf jeden Fall noch optimieren. Am Montag werden wir dann hier Vollgas geben, was das Ganze betrifft. Ich möchte auch noch mal erwähnen, hier ist der Nathan auch noch mal. Morgen haben wir noch mal einen weiteren Gast, das ist der Tauri, der auch gerade auch zurückgekommen ist als Stuntman für den Film Assassin's Creed. Wo es ja auch ordentlich zur Sache geht. Kann man, glaube ich, so sagen. Ja, ja. Da mussten sie eigentlich auch wieder in etwa 10 Meter Höhe dann praktisch Saltos auf den Slacklines machen. Und ja. Aber sag mal, sind die Jungs generell immer ungesichert unterwegs? Also nein, wie läuft das ab bei dem Wettkampf? Also beim Wettkampf sind die Lines generell etwa 1,80 bis 2 Meter hoch. Wir haben dann immer einen Wettkampf. Das heißt, das komplette System in sich selbst ist auch immer gesichert. Man hat also immer noch mal eine Sicherungsleine, die an die Highline selbst getaped wird und die separat verankert wird mit einer doppelten Ring, der installiert wird, mit einer doppelten Leash, damit man einfach wirklich sicher sein kann, dass wenn ein System scheitert. Es gibt natürlich Verrückte, die das auch ungesichert machen. Ich würde es gerade sagen. Ich habe so ein paar kleine Burschen gesehen, die waren in 1 Kilometer Höhe unterwegs und die waren aber nur durch so eine Leine gesichert. Ja, aber die Leine ist ja, wie gesagt, in der Hinsicht schon wieder doppelt und wieder ungesichert. Aber es gibt tatsächlich Leute, die machen das dann free solo, also wirklich komplett ohne Sicherung, so ähnlich wie man das auch beim Klettern kennt. Und von daher, das sind aber wirklich ganz, ganz wenige Leute und das ist auch nichts zu empfehlen, in keinster Weise. Sollte man vor allen Dingen nicht als Anfänger direkt ausprobieren, das könnte eventuell ja, gehen. Ja, der eine oder andere hat dann auch seinen Fallschirm dabei und dann ist auch wenigstens ein gewisses Risiko kalkulierbar. Wie sind das so die Rekorde? Weißt du das im Kopf? Länge und Höhe? Ach, es ist schwer zu nachzuvollziehen, also weil die Rekorde sich fast im Monatstakt überschlagen. Ich glaube, momentan sind wir über 1 Kilometer in 600 Meter Höhe. Wahnsinn, wie kriegst du das entspannt? Das ist der Witz. Wir haben, glaube ich, vor 5 Jahren war der Trend immer der, dass man versucht hat, das Band auf eine gewisse Spannung zu bringen. Und seit etwa 3 bis 4 Jahren ist es so, dass man eine Abkehr davon getroffen hat. Weil man herausgefunden hat, wenn man das Band weicher lässt, macht es eigentlich gar keinen Unterschied mehr, wie lang es ist. Und dieses Band, das 1 Kilometer lang, hatte 50 Meter Durchhang. Okay. Und, also, um einfach mal die Dimensionen sich vor Augen zu halten, also, wenn ich hier mal die Halle hier anschaue, die doppelte Höhe von der Halle, also wenn ich hier auf der Rhein stehe, ist mein Anker 50 Meter weiter oben. Wahnsinn. So, wir sind jetzt hier denken. Aus Frankreich, übrigens der erste Slackliner, der im Superclimate-Finale war in Frankreich, ne? Genau, immer wieder ein interessantes Thema, das aufgegriffen ist. Jan und Tauri waren übrigens auch beim Supertalent bei Dieter Bohlen. Da war es für die wohl logistisch nicht mehr so leicht, die ins Finale zu kriegen, weil es zu viel Aufwand ist, doch nicht unerheblicher Aufwand ist, diese Slacklines aufzubauen. Aber Nathan war der Erste, der sozusagen jetzt bei einem Supertalent-Finale geschafft hat, wirklich ins letzte Finale zu kommen und in den letzten 3, glaube ich, war das. So, der Jan hangelt sich nochmal los. Ich glaube, der hat einfach Bock aufs Wasser, ist mal ehrlich.
haben es schon ein paar Mal erwähnt, die Jungs sind dann auch als Stuntman unterwegs für diverse Produktionen. Viele Events, es gibt mittlerweile unzählige Events, oder? Wie viele Events gibt es mittlerweile? Ach, das kann ich gar nicht mehr überblicken, gell? Ich glaube, unsere japanischen Institutionen oder unser japanisches Team, die machen eine ganze Serie von den letzten Events und wie gesagt, wir sind in 30 Ländern, mal mehr, mal weniger. Natürlich gibt es auch noch andere Firmen, die sich in der Hinsicht engagieren und die Community ist so bunt und so divers, dass man in der Hinsicht natürlich dann fast jedes Wochenende irgendwas passiert auf diesem Planeten. Und das ist natürlich das Schöne, die Sportart ist mit den Social Media Natives aufgewachsen, also mit der Facebook-Community und damit ist es natürlich eine sehr schöne Sache. So, wir probieren das nochmal mit dem Applaus. Können wir nochmal einen riesigen Applaus haben? Wir sind die Jubel. Je mehr, desto besser. Wenn ihr erinnert euch, desto mehr Applaus, desto krasser die Tricks. Ganz einfach. Jawohl! Guck mal, da schlägt sie sogar schon meine Stimme. Ja, das war eigentlich ein klassischer Backflip. Und er hat es immer noch geschafft.